Im Koalitionsausschuss will die Ampelregierung am Abend im Kanzleramt wichtige Streitfragen klären. Dazu gehören etwa der beschleunigte Ausbau von Verkehrsinfrastruktur, das Ende von Öl- und Gasheizungen und der Haushalt für das kommende Jahr. Im Vorfeld zeigte sich Bundeskanzler Scholz zuversichtlich. Dem Koalitionsausschuss gehören die Partei- und Fraktionschefs von SPD, Grünen und FDP sowie der Kanzler und mehrere Minister an. Ja, Nicole Konert in Berlin. Bei all den strittigen Themen weiß man gar nicht so richtig, wo man anfangen soll. Beginnen wir mal mit der Stimmung. Nach draußen, ja, Streit. Wie sieht es drinnen aus? Ja, drinnen in der Ampelkoalition gibt es eben auch viel Frust. Und hinter vorgehaltener Hand zeigt eigentlich jeder auf den anderen, warum er schuld ist an, also warum die andere Partei schuld ist an der schlechten Stimmung und warum man sich nicht einigen kann. Die Liste ist lang bei den Streitthemen und es ist auch völlig klar, dass man heute nicht alles irgendwie besprechen und sich einigen kann. Klar ist aber auch, dass man jetzt einfach eine Einigung her muss in vielen Themen und dass man auch wieder zeigen muss, dass man zusammenarbeiten kann, weil dazu ist die Zeit und die Themen zu wichtig, um jetzt die ganze Zeit zu streiten. Ja, schauen wir noch mal genauer auf diese Themen. Beginnen wir mit der lautstarken Empörung des Wirtschaftsministers diese Woche über den Umgang mit seiner Vorlage zum Aus von Öl- und Gasheizungen. Das soll heute offiziell gar nicht besprochen werden. Bleibt das dabei? Ja, offiziell soll nicht darüber gesprochen werden, aber inoffiziell wird es durchaus auch ein Thema sein, dass man über Ölheizungen und Gasheizungen spricht. Man ist sich auf Arbeitsebene schon sehr nahe gekommen, das hat gestern auch noch mal der Bundeskanzler gesagt. Also da gibt es durchaus Lösungen, aber es ist noch nicht alles tatsächlich gelöst. Es gibt auch noch kein Gesetz, aber es wird völlig klar sein und das hat auch der Wirtschaftsminister gesagt, es wird niemand alleine gelassen, wenn er sich eine Wärmepumpe oder eine Umrüstung nicht leisten kann. Und es wird jetzt eben auch viele Ausnahmeregelungen diskutiert und auch über das Thema Mieterschutz. Aber das ist eigentlich nicht das Hauptthema heute, sondern es wird eben auch noch anderes besprochen. Ja, heute soll ja das Thema Verkehr besprochen werden. So ist es vereinbart. Die Planungsbeschleunigung, wie man so schön sagt, von Straßen und Schienen. Was ist da heute zu erwarten? Ja, das Thema Planungsbeschleunigung, das ist ein Thema, das wird schon sehr lange diskutiert und man wartet auch schon sehr lange über einfach eine Lösung. Da geht es einfach darum, dass worin investiert man schneller, in den Ausbau von Verkehrsinfrastruktur, wie zum Beispiel den Schienenverkehr oder eben auch in Autobahnen und marode Brücken. Und da gab es bisher immer zwei Lager. Die Grünen wollten mehr natürlich in die Schiene investieren. Die FDP sagt aber nein, auch in Autobahnen muss schnell investiert werden und argumentiert damit auch, dass natürlich viel Güterverkehr auch über die Straßen kommen. Und da wird man jetzt eine Lösung, einen Kompromiss finden müssen. Es gibt die Idee, dass es eine Liste gibt mit 144 Vorhaben, die man hier auch heute diskutieren könnte, also was man prioritär jetzt beschleunigt. Klar ist man sich eigentlich, dass eigentlich die Ampelkoalition dieses sogenannte Deutschland-Tempo, also was man auch schon bei dem Ausbau der erneuerbaren Energien versucht hat, dass man dieses Deutschland-Tempo auch eben für die andere Infrastruktur haben will. Alle Parteien wollen eigentlich einen schnelleren Ausbau von Infrastruktur und da wird man heute eine Lösung präsentieren wollen. Also zumindest heißt es, da wäre es schon gut, wenn man jetzt mal zeigen kann, dass es da eine Lösung gibt. Heißes Eisen, aber auch die E-Fuels. Da gibt es ja nun eine Einigung mit der EU und schon kündigt die FDP an, die Kfz-Steuer für solche Autos senken zu wollen. Da droht doch wieder Streit, zum Beispiel mit den Grünen, alter und neuer Streit. Ja, der Finanzminister hat heute noch mal klar gezeigt, was er sich vorstellen kann, nämlich, dass er die Kfz-Steuer senken könnte für Verbrennermotoren, die mit sogenannten E-Fuels betrieben werden. Aber man kann auch sagen, es ist sehr Zukunftsmusik, weil diese Technologie, diese Verbrennermotoren mit E-Fuels, die gibt es noch gar nicht. Das war jetzt natürlich ein Signal vom Finanzminister, wie er sich das in Zukunft vorstellt. Man wird jetzt sehen müssen, inwiefern das jetzt auch noch mal ein Dorn im Auge der Grünen ist. Aber nichtsdestotrotz hat man gestern auch schon gehört, naja, es ist jetzt auch viel, wird über ungelegte Eier da diskutiert. Diese Technologie gibt es nicht. Man wird jetzt mal sehen müssen, wie das weiterläuft mit Verbrennermotoren und E-Fuels. Und man hat heute eigentlich andere Themen, über die man diskutiert und nicht mehr über E-Fuels. Ja, viel Frust, offen ausgetragener Streit in der Koalition und auch Verletzungen. Wie soll das mit der Ampel jetzt weitergehen?
Ja, es wird jetzt auch am Kanzler liegen, dass der schaut, wie er die drei Parteien wieder zusammenkriegt, wie man wieder mit einer Stimme spricht, wie man auch mal von den Parteiprogrammen weggeht und Kompromisse sucht, weil es gibt einfach viel zu viele Vorhaben, mehr als 30, die nicht geeint sind, und die Themen sind sehr wichtig. Also das ist der Ausbau der erneuerbaren Energien, die beschleunigte Infrastruktur, die Umrüstung von Gas- und Ölheizungen. Das sind nur einige Themen, und es gibt aber auch Themen, da hat man sich schon geeinigt. Das wird man auch immer wieder auch im Vordergrund stellen. Zum Beispiel das Thema Weiterbildung. Das ist ein Thema, wo man sagen kann, da hat man sich schon geeinigt. Oder auch das Thema Fachkräfte. Da wird man auch noch mal gucken, wie man da Einigkeit präsentiert. Aber klar ist, es kann nicht alle paar Wochen so ein Streit entstehen. Und man trifft sich dann wieder. Also es wird heute schon klar gesprochen, dass man nach außen wieder einiger argumentieren muss. Und ich bin mir ganz sicher, dass wieder am Ende heute stehen wird, man hat konstruktive Gespräche geführt. Das ist ein Satz, der bei solchen Koalitionsausschüssen immer ganz gerne fehlt. Wir sind gespannt. Danke für die Einschätzung. Nicole Konert nach Berlin.